Folge Anno 2205. Ja, und es kann sein, dass jetzt hier die Aufnahme mal ein kleines bisschen asynchron ist, aber ja, ich würde halt versuchen, es so synchron zu machen, wie es halt geht. Ja, und zwar werde ich dann auch hier. Wir reden von Entlassung. Okay, gut, ich habe hier halt mal ein kleines bisschen getestet. Und dann noch. Hier. Okay. Wollen mich sehen? Das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ja, okay. Dann würde ich mal sagen, tun wir hier noch mal ein bisschen aufwärmen. Kabel angeschlossen. Fahrstuhlkabine bereit zur Abfahrt. Achtung, Annäherung an Raumstation der Global Union. Bereitmachung für Andockvorgang. Okay, gut zu wissen. Aber das ist mal ein relativ langes Aufzugskabel, wollte ich sagen. Ja, und jetzt wohnen wir hier oben, oder wie? Meine Glückwünsche. Der erste Schritt in den Weltraum. Alle Zweige der Weltwirtschaft stehen Ihnen offen. Phase 2 des Mondlizenzierungsprogramms beginnt jetzt. Okay, geil. Ja, und gestern Abend hatte ich ja versucht, mal auf YouTube live zu streamen. Aber dann gab es halt ein paar Probleme, weswegen ich hier halt wohl etwas verpasst habe. Ihre Handlungen unter die Oberaufsicht der Arctic Custodians. Werfen wir einen Blick auf Ihr Territorium. Okay. Mal schauen, Phil. 15 und 5. Ja, okay, ich nehme das. Willkommen in Phase 2 des Mondlizenzierungsprogramms. Sie sind nun autorisiert, die Arktisregion zu betreten und auf die dortigen seltenen Ressourcen zuzugreifen. Okay. Ihre Aktionen in diesem Gebiet werden von den Arctic Custodians überwacht. Sie kontrollieren auch die Klimastabilisatoren, die die arktische Eisschicht erhalten und so das Wetter stabilisieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Kontaktperson. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier rein. Eis und Schnee. Ein seltener Anblick heutzutage. Wir haben ihn der Klimastabilisationstechnologie der Custodians zu verdanken. Ich bin Dr. Howard Young. Ich spreche für die Arctic Custodians. Lassen Sie mich etwas klarstellen. Wir erwarten, dass Sie sich zu jeder Zeit an unserer Richtlinie halten. Das Ökosystem der Arktis ist sehr fragil. Respektieren Sie diese Regeln und wir kommen gut miteinander aus. Okay. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Nicht gerade ein herzliches Willkommen, aber fahren wir einfach mit Phase 2 fort. Wir brauchen arktische Ressourcen für den Raketenbau, daher müssen wir auf diesen Inseln eine Basis errichten. Ich suche mir jetzt mal eine Insel aus, die schon so ein paar... Mal schauen. Und wie viele Bergplätze gibt's hier? Das ist einer. Zwei. Drei. Ja, okay. Gründen Sie Ihren neuen Standort, wo Sie wollen. Alle Inseln bieten gute Konditionen. Hoffentlich hilft Ihnen das weiter. Wobei... Wenn Sie hier ein Vertriebszentrum bauen, kann ich Ihnen die Insel offiziell überschreiben. Ja, warte noch kurz. Tut mir leid, dass dir meine Kollegen die kalte Schulter zeigen. Belle Jorgensen. Okay, ich geh doch bei hier hin. Ich führe hier einen Handelsposten, aber das Geschäft... Ach, komm doch mal vorbei, ja? Bitte. Wie das einfach so klingt. Komm doch einfach vorbei, bitte. Okay. Mit dem Erwerb dieser Insel haben Sie auch die Schürfrechte für dieses Gebiet erworben.
Die Arctic Custodians werden sie von jetzt an mit Argusaugen überwachen. Ihre Vorgaben sind streng, aber beim Aufbau ihrer Infrastruktur sollten sie sie beherzigen. Schon die Heizrichtlinien werden eine Herausforderung sein. Okay. Schauen wir mal, wie sich meine Schiffe im Kampf schlagen. Neue Baupläne verfügbar. Okay. Dann kommt hier eine Fischerei hin. Und ja, ich war schon mal auf einem privatlichen Spielstand hier in der Antarktis. Da habe ich verkackt. Nur in den Polarregionen gibt es noch so viele, dass man Fischerei betreiben kann. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ja, ist schon gut. Wir werden jetzt als allererstes mal dafür sorgen, dass wir hier nochmal eine Fischerei. Oh, jo. Vorschriften zu entsprechen. Sie dürfen ihrem Raumhafen weiter ausbauen, innerhalb vernünftiger Grenzen. Okay. Und genau das steht gerade auf der Agenda. Die Orbital Watch ist immer noch eine Gefahr für die Handelsrouten der Linien. Sie müssen ihren Raumhafen mit eigenen Docks ausstatten. Warentransport verzögert sich. Ursache? Transporterknappheit. Mal gucken, hier tun wir mal das pausieren. Hallo, Maus, nicht schon wieder. Jetzt funktioniert's. So. Mal schauen, mal kurz so das ausschalten. Dann kurz warten, bis wir. Okay, dafür brauchen wir Finn. Logistiknetzwerk überlastet. Shit. Okay, dann lasse ich jetzt als allererstes hier so ein bisschen durchlaufen. Mal schauen. Ja, und das und da ist meine Katze im Hintergrund. Das ist eine Bohne. Na. Aus. So. Entschuldigung für diese kleine Störung. Oh, hey. Alles cool bei dir? Glückwunsch. Neuen Erfolg erhalten. Sicher. Es gehört dir. Ich kauf dich mal leer. So. Wo ist hier uns... Gut, dass du hier bist. Ganz allgemein gesprochen. Okay, das wird... Scheiße. Dann tue ich das hier mal abbauen. Abreißen, wie auch immer. Bin... Ach, diese Tage, wo man sich nur denkt... Leck mich. Da-da-dam.
So. So. Dann können wir auch wieder ein paar Einwohner mehr bauen. Oh. Ab und zu regt mich hier die Antarktis aber schon ein bisschen auf. So. Nein. So. So. Da-da-dum. So, kurz warten. So. Da-da-dum. Ich hätte nie gedacht, dass du so konservativ bist. Los, deine Stimme ist wichtig. Nee. Okay. Da blicke ich jetzt nicht durch, was die damit meinte. So. Wir brauchen mal schauen. Ich kann das System noch verbessern. Da fehlt nur etwas Feinkalibrierung. So. Okay, gut. Jetzt scheint aber hier die Antarktis soweit mal gut zu laufen. Aber wir brauchen unbedingt noch mehr Plätze. Ich glaube, ich tue jetzt einfach alles hintereinander beanspruchen. Fuck, dafür brauchen wir 25 Metallschaum. Okay, gut, dann ja. 5. Mal schauen. Maus, da. So. Okay, gut, jetzt scheint aber soweit alles zu klappen. Mal schauen. Energieladung. Wartet mal kurz, was kann ich hier? Okay. Entschuldigung, ja, ich hatte gerade was im Hals stecken. Da-da-dum. Okay. Wir brauchen also noch mal ein paar mehr von denen hier. Die Siedlung wächst konstant. Die Personalanforderungen für die Docks ihres Raumhafens sollten inzwischen erfüllt sein. So. Mal schauen. Das Klima, die kaum verheilte Wunde der Erde. Mal sehen, was passiert, wenn ich an dir kratze. Warnung, Klimastabilisatorennetzwerk erzeugt Wetteranomalien. Externe Manipulation entdeckt.
Norman. Stabilisationswerte erreichen kritische Stufe. Sie kontrollieren das gesamte Netzwerk der Klimastabilisatoren. Das wird in einer Katastrophe enden. Sie sind dafür verantwortlich. Das Mondlizenzierungsprogramm hat diese Terroristen erst hierher gebracht. Wir verweigern ab sofort die Unterstützung. Und halten Sie sich aus unseren Angelegenheiten raus. Ach, hör nicht auf den. Wir können diesen Angriffen nichts entgegensetzen. Da. Jorgensen hat recht. Sie müssen einschreiten. Mit offizieller Erlaubnis oder ohne. Führen Sie einen Hacker-Gegenangriff auf die Störsender der Orbital Watch durch. Oder zerstören Sie sie. Und Sie müssen. Oh Mann. Dann. Ich könnte wirklich deine Hilfe gebrauchen. Aber ich muss dich warnen. Man will auf dich schießen. Das kann ich mir schon denken. So, dann würde ich mal sagen, kurz wann. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir in den Krieg. So. Okay, ich habe zwar noch keinen Plan, wie ich die chinesischen Schilde verwenden soll, aber nun gut. Wir werden beschossen. Ja gut, gegen uns haben die wohl kaum eine Chance. Ziel bestätigt. Wobei, da. Ziel bestätigt. No. Wisst ihr was? Heute werde ich dann wohl mal. So. So, und zu guter Letzt noch die hier. Bestätigt. Ich muss ehrlich zugeben, dass es sehr gefährlich werden könnte. Machen Sie es trotzdem? Sehr gut, geh hoch. Wobei, wartet mal kurz. Was ist da? Den ist, glaube ich, besser. Das ist jetzt nicht. Sonst noch irgendwas? Ne? Okay. Jetzt werden wir hier mal. Fuck, von wo kam das jetzt? Schauen zuerst das. Waffensysteme bereit. Alle zum Einsatz. Wobei, wartet. Alter. Fuck, unsere Schiffe sind inzwischen etwas mitgenommen. Tja, dann ist es ja gut, dass wir mehr als ein Gebäude haben, was?
fuck, jetzt brauche ich kurz hier Tastenbelegung. Mal schauen. Oh geil, jetzt weiß ich, wie man Gebäude dreht. Kamera, Flu. Wellenmine Z, Energieschilde T, Reparatur. Ah, ich sollte mir mal R. Selbstreparatur läuft. Und dann noch T. Energie auf Schilde umgeleitet. Kampfstationen. Mal schauen. Alle bereit machen. Weißt du was? Das war echt unheimlich. Das Klima hier ist wieder stabil. Wir haben dir viel zu verdanken. Du warst super. Okay, Mission beenden. Das lässt sich wieder aufbauen. Sie sind wieder da? Wie sieht es aus? Ich muss zugeben, ich habe sie falsch eingeschätzt. Verzeihung. Aber seien Sie versichert, wir werden Ihre Unternehmungen unterstützen. No, yeah. Ich bin sicher, wir haben Sie nicht zum letzten Mal gesehen. Aber die Global Union wird nicht auf Drakes Forderung eingehen. Das Mondlizenzierungsprogramm muss weitergehen. Bitte kommen Sie zu mir. Ich habe ein Angebot für Sie. Okay, ja. Gut. Die Orbital Watch stellt eine größere Gefahr dar, als wir dachten. Drake muss geheime Unterstützer haben. Es ist unabdingbar, dass die Union auf dem Mond eine starke Präsenz zeigt. Und um das zu ermöglichen, müssen wir eine Flotte Kolonie-Shuttles hochschicken. Es ist an der Zeit für die Erforschung von Raumfahrttechnologie. Okay. Hab ich doch schon. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Okay, was fehlt denn hier? Ah. Okay. Du bist ganz allein nach oben gekommen, was? Schau mal in meinem Hafen vorbei. Da gibt es immer wieder lukrative Aufträge. Puh. Dann können wir ja hier uns kurz darum sorgen. Ah, hier. Hier müssen wir. Wir brauchen die wieder was von diesem komischen Zeugs. So. Dann wieder Algen ein paar. Ja, geil. Hoffentlich kommt dann auch morgen meine neue Maus, denn das regt mich langsam auf. Dumm. Mal gucken. Ja. Wenn sie in dem. Nein. Dann wählen sie. Bestätigen. Den ganzen Tag lang diesen kalten Temperaturen ausgesetzt zu sein. Ihr Arktis-Personal wird die Extraportion Vitamine zu schätzen wissen. Da. Neue Baupläne verfügbar.
Verbindung wird hergestellt. Da. Dann hier wird über das Schicksal der Weltwirtschaft entschieden. Mhm. Diese Prozesse kannst du beeinflussen. Mhm. Es hängt davon ab, wen du unterstützt. Ich werde hier und da ein paar Empfehlungen. Okay, Energie. Kooperation ist der Schlüssel zum Erfolg und wir bei Cassia wissen ihre Bemühungen zu schätzen. Okay, ja, dann würde ich mal sagen, das war's mit der neuen Folge Anno 2205. Wenn der Part euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, Abo, Kommentar, dann tschüss, bis zum nächsten Mal.